Servus Leute, zurück zu Let's Play Frostpunk 2. Wir haben das letzte Mal gecheckt, was das Spiel von einem will, denn die Kohle geht zur Neige. Ja, das sagt ja auch von Anfang an der Titel des Spiels oder der Mission, dass das zur Neige geht. Wir haben einen Dreadnought beim letzten Mal gefunden mit Öl. Jetzt müssen wir es bloß schaffen, aber ich habe zu viele Forderungen aufgenommen, die ich nicht einhalten kann. Kann ich das abbrechen? Nein. Gut. Moment. Moment. Kann ich mehrere Sachen gleichzeitig erforschen? Nein, geht nicht. Ich bräuchte noch so ein Forschungszentrum. Vielleicht. Erhöht das Forschungstempo. Naja, das ist nicht das, was ich brauche. Wir haben von allem etwas. Ressourcentechnisch. Behausungen fehlen. Wärme fehlt. An Wärme kann ich nichts ändern. Es gibt was Neues im Rad. Behausungen fehlen. Wärme fehlt. Wärmerückgewinnung haben wir schon. Wir haben hier schon überall Regeln aufgestellt in der Stadt. Grundbedürfnisse, Vertrauen erhöhen. Kostenlose Grundbedarfe. Also, Produktionsstärke, Wärmemarken pro Stunde. Also hier haben wir noch eine Regelung offen. Hier haben wir noch eine offen und... Autorität des Captains. Mhm. Da könnten wir die Gesetze prinzipiell aushebeln. Naja, naja, naja. Gehen wir doch mal hier rein. 24 dafür, 29 für bezahlte. Produktionseffizienz steigt oder das Vertrauen erhöhen. Ich glaube, das gefällt mir mehr. Ja. Okay. Die Frostländer mögen das anscheinend nicht, oder wie? Ah, nee, ich kann jetzt schon wieder verhandeln. Ich kann jetzt schon wieder was... dealmäßig bieten. Das muss halt so. Da muss man halt schauen, was daraus wird. Also, in Frostlanden baut sich gerade eine Kolonie auf. Was? Stopp? Warum gestoppt? Achso, war bloß speichern. Ordnungswahre. Die Kohle geht hier zur Neige. Hier draußen ist es gerade interessanter. Immer 90 Jahre in dieser Welt. Ach du Schande, 90 Jahre, 90. Oh, oder eher Winter. Da beginnt nicht gesetzlich geregelt, steigen die Spannungen der ganzen Stadt. Okay, das müssen wir dann regeln. Okay, Begräbnisse ist ein Problem. Dann. Gesellschaft, Bestattungen. Ja, Forschungstempo steigt leicht. Vorschlag. Das ist nicht gut. Warum? Los, lasst abstimmen. 54 von Berlin? Nee. Was war da? Ach, 54 waren unentschlossen. Gut. Gut, 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 gut. So, weg mit den Spannungen. Erntebestattungen. So, weiter geht's. Ach so, vielleicht hat's deswegen auch mit der Forschung so lange gedauert, weil der Wohnbezirk so ausgedünnt war. Ich sehe jetzt auch hier zum ersten Mal, da gibt's anscheinend auch ein Ding. Lass mich rein. Take note. A new rule enters into force. Ja, weil wir werden fertig. Das ist gut. Okay, wir werden fertig.
Ja, Neulondoner sind zufrieden. Gleich weiter. Nutzpflanzen, irgendwas Dingsbums. Gleich weitergehen. Okay. Dann sind auch die zufrieden erstmal. Wie sieht's mit der Kolonie aus? Das dauert ja ewig. Aber die ist gleich fertig. Yes. Ölvorkommen entdeckt. Alter Dreadnought. Na, Leute genesen, wieder zur Arbeit zurückgekehrt. So, was haben wir hier alles? So ist ein Transfer. Was tun wir hier jetzt? Was ist das? Okay, hier sind Sachen. Hier sind auch Sachen. Moment, kann ich... Ach du Schande. Sag bloß... Ach du... Oh nein. Ich muss hier bauen? Ich muss hier bauen, oder? Ich muss an so ein Ölvorkommen rankommen. Ach du Schande, ich muss hier auch bauen. Eie, eine weitere Stadt sozusagen zum Generator. Generator ein, Generator aus. Gesamter Bedarf. Ich brauche hier auch Wohnbedarf und das Ganze bliblablub. Wir haben hier verlassene Hütten. Wir brauchen wir die Teile? Die Teile brauche ich absolut nicht. Ein Wohnbezirk brauchen wir stattdessen. Dann haben sie auf jeden Fall Wohnung. Essenstechnisch. Alle Gemeinschaften, alter Dreadnought-Ofen. Vor. Okay, der gibt ein bisschen was. Material. Vielleicht brauchen wir doch Teile für Arbeiten oder sowas. Okay, das ist jetzt interessant. Wir haben jetzt ein komplett neues Gebiet zu bearbeiten. Heißt, das andere Gebiet müsste eigentlich. Warum ist es? Attention. A new shipment of mail has just arrived. So, und hier ein Förderbezirk für Öl. Die brauchen wahrscheinlich Teile oder sowas. Okay. Die haben auf jeden Fall gedeckt. Gut. Jetzt kann ich den anmachen, nicht wahr? Öl zu... Ja. Damit ist... Sie haben eine Produktion von... Oh! Lol! Das Vorratszentrum ist voll! Zukunftsvision. Oberhaupt ganz Neu-London wartet auf den Moment, an dem wir über verlässliche Ölquelle verfügen. Es wäre das Ende von so vielen Ängsten, so viele unerfüllte Träume, aber diese Träume scheinen unterschiedlicher Natur zu sein. Die Ordnungsware malen ein Bild von einem ewig warmen Neu-London, das von einer Wärme durchflutet ist, an das sich nur die Ältesten unter uns erinnern. Die Pilger wollen diese neue Macht aber lieber nutzen, um unseren Einflussbereich zu erweitern, entlegene Orte im Frostland zu besiedeln und sie für uns zu nutzen. Dieses Öl genutzt werden soll, wenn es in Neu-London ankommt. Wenn es soweit ist, werden wir uns entscheiden müssen. Okay. Ressourcentransfer. So. Ressourcen senden. Ich muss ja... Achso, kann ich das nochmal machen, oder... Sende. Ressourcen senden. Funktioniert das so? Nee. Hä? Wie funktioniert das? Jetzt muss man herausfinden, wie das natürlich funktioniert mit Ressourcen senden.
Doch, das hat irgendwie geklappt oder so. Mindestens 75 Einheiten. Gibt's hier irgendwo? Wie kriege ich jetzt das Zeug? Kolonistengemeinschaft. Hätte ich mir doch durchlesen müssen, nicht wahr? Was ist das? Zu diesem Ort gehen. Das haben wir schon. Menschen senden. Brauchen wir mit Ressourcentransfer. Neu-London hat doch jetzt schon über 60 bekommen. Haben wir jetzt schon Öl? Flucht vor der Schinderei. Oberhaupt, einige medizinische Fachkräfte sind besorgt, dass mehr und mehr Patienten und Patientinnen unsere Krankenhäuser missbrauchen. Dass sich die Leute in Krankenhäuser holen können, ist eine gute Sache. Keine Frage. Erstens nicht schaden und so weiter. Die Warteliste immer länger. Früher entlassen werden können, um den Missbrauch vorzubeugen. Was sollen wir tun? Ja, Triageentscheidung führen, das gesamte Konzept Krankenhauserholung beibehalten. Längere Genesung ist erlaubt. Was sollen wir da arbeiten? Ich kann nur maximal 60 liefern. Wie funktioniert das? Wo sehe ich Öl? Mine, Förderbezirk außen, Sprengkohlemine. Das ist alles falsch. Aus. Generator an. Please give the right of way to Frost Breaking Team. Wenn ich nur wüsste, was zu tun ist. Wenn ich einfach nur wüsste, was hier zu tun ist. Irgendwie was senden. Ressourcen senden? Mache ich ja. Die kriegen... Ah, nochmal senden? Ne, geht nicht. Das ist 75... Wie kann ich das erhöhen? Oh, hier gibt es auch Sachen zu machen? Ne. Jetzt muss ich doch vielleicht... Warte mal. Hier... Das... Hier ein Tutorial für den Ressourcentransfer. T drücken? Nein. Alte Wärmeüberschuss. Wärmemangel. Ich kann natürlich in die andere Richtung auch ein bisschen senden. Ah ne, die haben plus minus null. Die brauchen da keine Nahrung. Teile brauchen sie aber. Bedarf decken. Okay, die Pilger sind glücklich, aber ich muss jetzt Bevölkerungswachstum. Das Bevölkerungswachstum zeigt an, wie schnell eine Stadt wächst. Oh, habe ich das überhaupt? Diese Zahl ist eine Kombination aus Einwanderern, die in die Stadt einkommen und Neugeborenen. Wenn das Bevölkerungswachstum einer bestimmten Schnelle wird ein Zensus durchgeführt. Dieser spiegelt den Anstieg der Bevölkerung. Okay.
Und dann gravierende Probleme. Kälte und Krankheit erhöht die Bevölkerung. Das Problem. Stagniert das Bevölkerung. Du kannst. Gesetze. Ja, da werden die Leute lustig. Zentren. Wachtrupps? Ja, Siedlungen, das muss ich mir... Oh Gott, da gibt es so vieles. Also, nachdem die Siedlungsheizung, Zucker, Forschung, Ressourcen... Ah, das muss ich eigentlich. Zwischen Kolonien, Ressourcen, öffne das Fenster... Regler an Ressourcen sind durch die Transportkapazität, diese wird bei beiden sein. Das Transfer. Transportkapazität. Muss ich. Brauche ich mehr, die transportieren können? Liegt es an denen? Nein, das hat jetzt nichts hier verändert. Okay. Das war nicht hilfreich. Ich muss was erforschen, nämlich die Luftwege. Dadurch wird das verbessert, angeblich. Frostlande. Luftwege. Schon die im Frostland gebaut werden, kommen den Transport von größeren Kolonien. Das brauchen wir dann prinzipiell. Ist jemand. Will jemand das übernehmen? Nein? Hm? Vielleicht? Ja. Wir brauchen die Luftwege. Und dann müssen wir Luftwege wahrscheinlich bauen. Ups. Okay, ja, dann erforscht es mal. Gut. Habe ich zu schnell gedrückt? Ach, abbrechen habe ich auch gerade gesehen. Also geht es doch. Ja, schön. Oder auch nicht. Je nachdem. Mir fehlen Leute. Wo? Ach da, unsere Bevölkerung wächst stetig. Okay. Stetiges Wachstum ist nicht schlecht. Ja, ja, Stuart, nix Stuart. Wir müssen jetzt warten. Bald wird es wieder wärmer, dann wird es wieder Kälte. So, Luftwege. Luftwege verdunnen erhebliche Mengen Ressourcen durch das Frontland. Wenn man anschließend erhöht sich seine Ressourcenproduktion. Dann kommt es zwischen deiner Stadt. Kommt nur dann zum Tragen, wenn die gesamte Verbindung zwischen den beiden Orten aus Luftwegen besteht. Wir müssen erst im Ideenbaum erforscht werden. Klinge im Frostland Luftwege errichten. Okay. Sollte ja jetzt machbar sein. Oh oh, oh oh, die Kohle. Gleich ist es zu Ende. Es wird zwar ein bisschen wärmer, aber das wird es nicht viel ausgleichen. Wir brauchen Luftwege jetzt. Wärmemarken. Zum Glück, das passt eigentlich. Zwischen hier. Da. Und hier. 2 Wochen. Dann haben wir einen Luftweg etabliert. Spannend. Was ist hier los? Familienpflichten. Alle helfen bei Wartung. So ist's richtig. Oh, selbst die Kinder. Sehr gut. Oberhaupt, wir haben Beschwerden darüber erhalten, dass mehr und mehr Leute ihre Kinder zum Instandhaltungsdienst mitbringen. Das scheint zwar die Moral zu heben, senkt allerdings die Effizienz. Das ganze Gekreisch und Geplärre verwandelt hier alles in einen verfluchten Zirkus. Ständig rennen Eltern ihren Kindern hinterher und kriegen nichts fertig. Beschwert sich ein Schweißer. Schule ist ja schön und gut, aber was sollen wir nach Schulschluss mit ihnen machen? Beschwerden sich ein paar Eltern. Wir müssen uns dazu äußern. Pilger. Ja, okay. Kinder sind willkommen. Materialbedarf ist jetzt nicht so schlimm. Haben wir ein ordentliches Lager. So, wir müssen jetzt warten, bis dieser Transportweg ready ist. Auf, über den Landweg geht bloß... sehr viele Frauen. Über den Land... Ist es fertig? Es ist fertig, oder? Ja, es ist fertig.
Sieht so aus. Was ist hier? Generator ist deaktiviert. Das ist nicht so cool. Weil ich alles rüberschippe. Ah, das war so dumm von mir. Also, na gut. Deswegen. K rüber. Hä? Und jetzt instant die Ressourcen bekommen? Ja. Anscheinend zum Transport geht instant. Hä? Muss ich das jetzt alles verstehen hier? Ich habe doch jetzt so einen Luftweg geschaffen. Wie funktioniert das jetzt? Ressourcen? Ich muss hier... die Sachen nach Neu-London bringen. Aber ich kann immer noch nicht... Hä? Das war nicht die Lösung. Luftweg. Oder? Ist das schon fertig? Moment. Ich sehe hier 60 von 75. Ich habe doch gerade keine 60 von 75 eingeschaltet. Doch, habe ich. Schwierig. Irgendwo ist was zum Klicken, das ich nicht finde. Es wird dauernd hier drauf verwiesen. Ich soll doch... was dorthin schicken. Aber ich kann nicht mehr als... 75 hier machen. Transport von 250 jeder beliebigen Ressource. Hä? Was hat das mit den 60 zu tun? Wo kommt die 60 dann her? Statt Schritte gegen in Richtung des Grundsteins Gleichheit unternommen. Das freut ihn. Okay. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert jetzt, was soll ich hier machen? Ah, das ist ein Kritikpunkt, den ich auf jeden Fall in Steam-Bewertungen gelesen habe oder so. Das ist an... es mangelt an... Erklärungen. Das ist ja cool. Ist es etwas, was ich hier machen muss? Nein. Nein, ist es nicht. Ah, und das ist auch der Anlagepunkt. Ah ja, jetzt sehe ich auch die Linien, wenn man mal genauer hinschaut. Und... brauche ich hier etwa auch ein Logistikzentrum? Ist es das? Bitte ein Logistikzentrum. Nein, hier ist nicht so ein Zeichen für ein Logistikzentrum. Jetzt ist die Frage, was mache ich hier jetzt? Was soll ich hier jetzt machen? Kann ich nur 60... gesamte Produktion ist nur 60. Das ist es, oder? Ich kann nur das schicken, was ich auch produziere. Dann... muss ich entweder da runter oder darauf. Okay, dann... das ist es, glaube ich. Ach, du Schande. Da müssen wir jetzt mal drauf kommen. Gehen wir runter zu den ehemaligen Robben. War hier irgendwas? Nein. Beschleunigen. Ich hoffe jetzt einfach... also... ich hoffe jetzt einfach, das ist dann die Lösung meiner Probleme. Ich kann den nur an Produktion schicken, was ich auch habe. Das ist es. Das ist es bestimmt. Da kommt die 60 hier. Da habe ich die 60 wiedererkannt. Die müssen kein Öl gerade... die kriegen das ganze Öl. Das ist unnütz. Die brauchen gerade nicht das Öl. So, und jetzt kommt hier ein weiteres... ein weiterer Förderbezirk. Und wenn das fertig ist, kann ich 75 schicken. Und ich hoffe, dann ist die Mission geschafft. Was speichert, speichert. Ist in Ordnung. Speichern ist in Ordnung.
Hier ist irgendwas sehr rot. Ja, das ist aber egal. Wir müssen jetzt Öl schicken. Öl schicken, Öl schicken. Da. Ja! Ach, seht her, seht her. Das war's. Ein neuer Kraftstoff fließt. Vorfreude liegt in der Luft, als die erste Lieferung Öl nach Neu-London, die haben schon massenweise Öl, geschickt wird. Die Vorstellung einer Zukunft, in der wir nicht frieren müssen, fühlt sich unwirklich an. Aber damit diese Vorstellung wahr wird, müssen wir den Generator umrüsten, um das schwarze Gold in Wärme umwandeln zu können. Das kann nicht rückgängig gemacht werden. Unsere Zukunft hängt davon ab. Kapitel 2 Ambitionen. Ambitionen werden okay, Ambition, Kapitel 2. Die Menschen jubeln, als das Öl die Stadt erreicht. Es bleibt jedoch die Frage, was das für unsere Zukunft bedeutet. Die jahrelangen Qualen sind endlich vorbei. Lass uns Generator verbessern und Öl pumpen. Bis der Schnee der Stadt für immer geschmolzen ist, rufen die Obersten der Ordnungswache. Die Pilger sind anderer Meinung. Was die wollen, ist Unsinn. Neu-London wird nicht ewig bestehen. Der Frost ist unsere Realität. Wir müssen uns ihm anpassen. Lass es uns wagen und mit dem Öl eine neue Siedlung im Frostland gründen. Missbilligen. Ordnungsware. Pilgereifer. Die Pilger sind eine kleinere Gruppe. Werden diese Entscheidung Pilger missbilligen? Schaltet Generator für Ölpumpen. Nur für nur ölbedingte Schließung unerschöpfliche tiefer Vorkommen frei. Adaptive Pumpen. Alle Brennstoffe. Frostland. Frostland siegen mit unbegrenzten. Ach, Quatsch. Sieg über den Frost. Wir haben Öl. Es ist an der Zeit, es zu nutzen. Um den neuen Brennstoff nutzen zu können, müssen wir den Generator aber erst verbessern und mit Ölpumpen ausstatten. Danach müssen wir Überschussinjektoren erforschen und den Generator damit aufrüsten, damit es London wärmer wird als je zuvor. Mithilfe des neu entdeckten Öls können wir auch tiefe Vorkommen nutzen, die uns vorher nicht zugänglich waren. Wir können sie anzapfen, um die Stadt abzusichern. Generatorverbesserungen können jetzt erforscht und aktiviert werden. Forschung zu tiefen Vorkommen freigeschaltet. Ich verstehe. Ach du Schande. Es geht direkt weiter mit dem, was ich gebaut habe. Also jeder Schwachsinn, den ich gemacht habe, bleibt übrig. Okay. Würde ich sagen, das ist auch eine Erkenntnis. Ich spiele so weiter, wie ich gebaut habe. Boah, tatsächlich ist es da. Könnte ich mir da auch vorstellen, das vielleicht nochmal neu anzufangen? Das finde ich nicht gut, muss ich zugeben. Weil ich habe jetzt echt jetzt gegen Ende so gespielt, als will ich hier schnell durchkommen und einfach nur die Mission abschließen sozusagen. Aber es geht direkt zeitlich weiter. Das ist ja nicht mal eine neue Mission, das ist einfach. Man kann ja gar nicht in Kapitel 2 dann so richtig neu starten, oder? Weil man startet immer mit dem Speicherstand sozusagen. Uff, das Wissen zu haben bedeutet. Aber man kann ja auch die Sachen abbauen. Und neu hinbauen. Na gut, mit dem Wissen werden wir das nächste Mal in Kapitel 2 durchstarten. Und mit dem neuen schwarzen Gold unsere Zukunft gestalten. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.